Hallo. Hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Jetzt komme ich zu dem Teil hier nochmal. Irgendwie scheint das Video keinen richtigen Anklang zu finden. Also das, was ich da an Daumen hoch und runter habe, das ist ja ein Witz. Die Kiste. Wisst ihr ja, die meisten wissen ja schon, was es ist. Es ist ein Gerät, das hat einen USB-Anschluss. Also das ist was für ein PC. Und da habe ich zwei Knöpfe dran und auf der anderen Seite habe ich Kanal 1, Kanal 2 und DDS-Out mit Zeichen drauf und hast du nicht gesehen. Und da ist auch noch ein Anschluss. So, hinten drauf ist nur das ISDS-205B, mehr steht da nicht. So, die jetzt nicht wissen, was das ist ein digitales Speicheroszilloskop für den PC. Und was ist jetzt ein Oszilloskop? Ja, damit kann ich Spannung messen. Nun sagt ihr euch, Spannung messen am PC, warum sollte ich das tun? Es gibt doch auch Multimeter. Ja, es gibt auch Multimeter, das kann mir auch eine Spannung anzeigen. Das kann ich auch mal zeigen. Ja, piep, piep. Ich habe hier einen Akku. Und der ist auch geladen und der ist jetzt so bei 1,469 Volt. So, das könnte ich jetzt auch mit der Kiste tun. Aber die Kiste hat noch was anderes, was das Multimeter nicht kann. Und zwar kann ich mir eine Spannung angucken in einem zeitlichen Verlauf. Hier zeigt er mir nur eine relativ momentane Spannung an. Veränderliche Spannungen kann das relativ schlecht wiedergeben. Das kann ich mit einem Oszilloskop machen. So. Wie ich da drauf komme oder wie das funktioniert, zeige ich später. Ich habe da schon was vorbereitet. Und zwar habe ich hier ein Steckbrett, da ist ein Kabel dran, da sind zwei LEDs drauf. So, jetzt glaube ich, wollen die ersten schon unterschreiben, da fehlen ja die Vorwiderstände. Jein. Diese LEDs habe ich aus einem Raspberry Pi Projekt, das habe ich auch irgendwann mal gezeigt. Und diese LEDs haben schon Vorwiderstände drinne. Nun stecken die hier drinne. Und ich habe hier noch zwei Kabel, die haben Spannung. Da ist schon Spannung drauf. Jetzt gehe ich da mal ein bisschen weniger. Und klemme da mal einfach den Plus an den Plus. Und den Minus an den Minus. Solltet auch was sehen. Und die grüne LED leuchtet. Warum leuchtet die blaue nicht? Tja, wenn ich jetzt Plus und Minus tausche. Also jetzt nehme ich Plus hier an den Minus. Und den Minus an den Plus. Leuchtet die blaue LED, aber nicht mehr die grüne. So, was sagt das Multimeter dazu? Das Multimeter kann mir jetzt anzeigen die Spannung. Ich mache mal hier, da ist Plus, da ist Minus. Oh, minus 3 Volt. Jetzt tausche ich die Spannung mal um, dass die grüne leuchtet. Plus 3 Volt. Ja, plus Spannungsabfall, bla bla, hast du nicht gesehen. Also so 3 Volt plus. Das kann ich mit dem Multimeter gucken. Das kann ich auch mit dem Oszilloskop gucken. Aber was ich mit dem Multimeter nicht kann, ist, wenn ich da jetzt schon, wo ich ja vorbereitet habe, was mache. Und zwar habe ich hier noch zwei Strippen, einmal plus und minus. Ich klemme jetzt wieder plus an die rote Leitung. Und Minus an die andere Leitung. Und jetzt blinken die LEDs. So, kann ich das jetzt mit dem Multimeter auch gucken? Wir schauen mal. Wir machen das mal wieder richtig rum. Plus und Minus. Ja, können wir auch so halbwegs gucken. Das zeige ich euch nachher auch noch mit dem Oszilloskop, wie das dann genau aussieht, wenn ich das mit dem Oszilloskop messe.
Wenn ich jetzt zum Beispiel das so mache, dass sie schneller blinken und jetzt das Multimeter nehme und anschließe, ich kriege es nicht gemessen. Es sind immer noch plus und minus 3 Volt. Ich kriege es nicht gemessen mit dem Multimeter. Und dafür brauche ich ein Oszilloskop. So, dann mache ich das mal wieder weniger. Ja, der ist nicht so. Jetzt sehen wir, dass sie immer abwechselnd an- und ausgehen. Vielleicht ist das auch mit dem Licht jetzt hier ein bisschen zu doll. Ich mache das mal so. Mache ich es mal aus. Ist auch blöd. So, ich hoffe, man kann es sehen. Wenn ich jetzt so umstelle, dafür halte ich sie jetzt einfach mal zu. Sonst seht ihr ja gleich, was ich hier mache. So. Und jetzt werden sie langsam hell und dunkel und wechseln. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich eine andere Spannungsform da drauf gemacht. Kriege ich das jetzt noch mit dem Multimeter gemessen? Auch nicht. Sie werden hell und dunkel und dann wechselt das. Tja, das kriege ich mit dem Multimeter nicht mehr gemessen. Und nun möchte ich ja nur gerne wissen, was ist da für eine Spannung drauf. Und dafür brauche ich ein Oszilloskop. So, und dafür muss ich jetzt das Oszilloskop anschließen. Und dann sehen wir uns auf dem PC, der PC wieder. So, dann sehen wir uns gleich auf dem PC. Ich schließe das jetzt hier an USB an, mache das auf dem PC fertig. Ich werde das Bild hier mit in die Ecke irgendwo unten am Video mit reinmachen. Und dann schauen wir mal, was das jetzt für eine Spannung ist. Die Spannung, die jetzt hier die LEDs langsam hell und dunkel werden lassen und dann wechselt. Und wenn ich das jetzt so umstelle, dass sie halt direkt hin und her blinken, wie die Spannung aussieht. Und dann gibt es da noch ein eine Spannungsform, die wollte ich euch auch noch mal zeigen. Das kann ich auch gleich noch mal schnell machen. Und zwar, dazu müsste ich jetzt aber erstmal die eine LED rausziehen und einmal kurz die Parameter ändern. Weil das ist verkehrt. 6 Volt, dann brauche ich 6 Volt. So, aber die Spannung, die hier anliegt, ist keine Gleichspannung. Das kann ich schon mal verraten. Die LED ist jetzt am Leuchten. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so, dass man das sieht. Und wenn ich da jetzt nämlich einmal kurz das Multimeter nehme, ich versuche es zu zeigen, bevor ich auf den PC wechsle, damit ihr das dann auch ein bisschen sehen könnt. Ich hoffe, man kann das nachher noch sehen. Wieder auf Spannungsmessung. Jetzt leuchtet nämlich die LED und ich habe hier angeblich 0,023 Volt. Das kann ja irgendwie nicht hinhauen. Wenn ich jetzt das noch verändere, sollte man sehen können, dass die LED schwächer wird. Jetzt leuchtet sie ganz schwach und jetzt kann ich sie auch wieder heller machen.
So, ich hoffe, es ist zu erkennen. Ich gehe aber mal wieder auf die, wo sie ganz schwach leuchtet. Ein bisschen träge hier. Und messe nochmal die Spannung. Haben wir minus 2,86 Volt. Komisch. Jetzt haben wir minus 2,86 Volt. Und sie leuchtet ganz bisschen. Wenn ich sie jetzt wieder so wie ich es vorhin hatte, mache, wo sie heller leuchtet, habe komischerweise nur noch 0,027 Volt minus. Und jetzt mache ich sie mal auf das, was ich maximum kann. Aber wieder 2,8 Volt. Wie geht denn das? Ja. Das ist das Problem mit Multimetern. Ich kann mir die Spannung nicht so anzeigen lassen, wie sie wirklich ist. Und das wollte ich euch jetzt zeigen auf dem PC mit dem Oszilloskop hier, wie die Spannung in Wirklichkeit aussieht. Aber mit einem Multimeter kriege ich solche Spannungen, die komischerweise, wo die LED in dem Sinne bei der Einstellung zwar hell leuchtet, aber nur 0,025 Volt oder was das waren, da kriege ich mit einem Multimeter nicht gemessen. Und das ist ja schon eigenartig. Die LED leuchtet ziemlich hell und ich habe da 0,0 Volt. Und wenn sie ganz wenig leuchtet, habe ich da 2, und Volt drauf. Und das kann ja irgendwie nicht hinhauen. Und deswegen braucht man ein Oszilloskop, um sich genau solche Spannungen anzuschauen, wie sie in Wirklichkeit sind, und zwar über den zeitlichen Verlauf. Und dann zeige ich euch auch gleich noch, was es für eine Spannung ist, wo sie, wenn ich die jetzt wieder hier einstecke, leuchten beide, wo sie, wie war das? Eben immer hin und her wechseln. Das sehen wir uns dann gleich auf dem PC wieder. Ich mache das soweit fertig und ich versuche das Bild hier mit einzublenden, damit ihr dann auch seht, was ich hier messe. Ich brauche euch jetzt nicht zeigen, womit ich diese Spannung mache, weil das ist auch nur ein Funktionsgenerator, ein Signalgenerator in dem Sinne, der mir verschiedene Spannungen liefert. Und die muss ich ja dann euch sichtbar machen, sonst könnt ihr damit ja auch nichts anfangen. So, also bis gleich. So, nun sind wir auf dem PC. Und ihr seht ja hier noch das Blinken. Aber auf dem PC sehen wir noch gar nichts. Da muss ich das mal aktivieren. Wir sind hier bei Oszilloskop, Kanal 1. Jetzt einmal Klack gemacht. So, Kanal 2 ziehe ich erstmal nach hier unten. Kanal 1 in die Mitte. Sollte hier so ungefähr bei der Mitte sein. So, nun sehen wir aber noch nichts davon, weil den Tastkopf habe ich hier. Jetzt nehmen wir wieder unsere Batterie. Jetzt muss ich das einmal abmachen. Ich habe ja gesagt, wir können eine Spannung messen. So, dann schließe ich mal die Batterie an. Fixiert, hier ist die Batterie. Da. Zeigt er uns an. Wir haben eine Spannung von 1,365 Volt. Gut. Das ist erstmal soweit. Das haben wir gesehen. Er kann eine Spannung anzeigen. So. Nun möchte ich ja euch zeigen, was hier für eine Spannung anliegt, dass das blinken lässt. Dazu schließe ich das hier einmal an. Und erstmal sehen wir gar nichts. Dann müssen wir erstmal mit der Spannung hochgehen. Und jetzt sehen wir einmal unten, einmal oben. Es ist eine Wechselspannung.
Ja, wie gesagt, in einem zeitlichen Verlauf. Jetzt haben wir hier 500 Nanosekunden pro Division. Jetzt gehe ich mal mit der Zeit ein bisschen langsamer. Sind wir 100 Millisekunden. Das ist eine, also ein Hundertstel einer Sekunde. So. Jetzt sind wir bei einer halben Sekunde und jetzt sehen wir, er wechselt. Und da wir das jetzt aber so schlecht sehen können, versuche ich das mal, dass wir das ein bisschen schneller machen. Jetzt sind wir ein bisschen schneller, sollten wir mal auf 2 Hertz gehen. Jetzt blinkt es ein bisschen schneller und jetzt können wir das uns auch ein bisschen besser angucken. Die Spannung sieht so aus. In der Mitte hier wäre der Nullpunkt und die Spannung wechselt immer von Minus auf Plus. Das wäre das. Das wäre die Spannung. Die würde so aussehen. Die kann ich mit einem Multimeter so nicht messen. Dafür brauche ich ein Oszilloskop. Und ich sehe, das ist eine Rechteckspannung, die von minus 5 Volt, nicht 5 Volt, was haben wir jetzt hier? Von minus 3 Volt auf plus 3 Volt. Das kann ich hier unten in der Ecke sehen. Immer springt. Vmax 2,7 und Volt Peak Peak, also zwischen der Ecke und der Ecke sind wir bei 5,6, 5,7 Volt. Sind aber eingestellt 6 Volt. So, und das ist, wie ich ja schon einen Kommentar bekommen habe, kein Spannungsabfall. Das Oszilloskop misst weniger, als wirklich anliegt. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, man kann hier irgendwo ein Offset einstellen. Ne, das ist nur der vertikale Smooth. Bias ist Calibration. Ich habe das schon irgendwo gehabt. Jetzt macht er da natürlich mehr als er soll. Jetzt sagt der Vmax 3,66 Volt. Irgendwo kann man den Bias einstellen. Ich habe das schon ausprobiert, also ich weiß nicht, woran es genau liegt, warum das ein bisschen weniger anzeigt, als es soll. Aber es ist ja nur, um euch mal auf dem PC ein Signal zu zeigen, was für mich einfacher ist, euch abzufilmen, als wenn ich mit der Kamera irgendwie versuche, an meinem großen Oszilloskop, was ich hier unter dem Tisch stehen habe, irgendwie das Signal zu zeigen. Dafür ist es gedacht. So, nun können wir aber sehen, das ist so eine Spannung, wo sie hin und her wechselt. Ich habe euch ja noch eine Spannung gezeigt, wo sie langsam hell und dunkel wurde und dann gewechselt hat. Das war, was ich ja auch nicht messen konnte mit dem Multimeter, auch nicht. Und zwar eine Sinusspannung. Müsste ich das noch mal langsamer machen, dann kann man das auch ein bisschen sehen. Das ist hier ein bisschen blöd mit dem. Wo sie langsam hell und dunkel wird. Das ist halt eine Sinusspannung, da muss ich wieder hochgehen. Die Spannung steigt halt. Ich mach mal hier. Ne. Mach mal Auto. Leider kann ich das nicht so direkt zeigen, wie ich es hätte gerne zeigen wollen. So, wenn hier der Nulldurchgang ist, dann steigt die Spannung langsam an,
ist auf ihr Maximum und fällt dann wieder ab. Bis auf hier unten. Das geht dann so weiter. Wenn ich das jetzt höher stelle, kann man das auch besser sehen. Die Spannung steigt halt an, bis auf ihr Maximum, sinkt dann wieder ab und dann ist sie wieder bei 0. Und dann fängt die andere LED an. Also hier wäre die grüne LED, wird langsam heller, wieder langsam dunkler. Und dann kommt die blaue LED, die langsam heller wird und langsam dunkler wird. Und dann wieder die grüne. Das wäre jetzt eine Wechselspannung. So, und wo war das jetzt mit der Spannung, wo ich sagte, ich messe dann... diese 0,02 Volt, wo sie wo sie zwar geleuchtet hat, ich aber die hell und dunkel drehen konnte, und wenn sie ganz dunkel war, hatte ich viel, also hatte ich so minus 2,2 und Volt. Und wo sie hell geleuchtet hat, in dem einen Moment mit 0,02 irgendwas Volt und die andere Helligkeit mit 2, und irgendwas Volt. Das war hier bei dem ja, genau so. Dann mache ich wieder ran. Dann kann ich nämlich die falsche Dings. Das war auch eine Rechteckspannung, und zwar mit einem Tastverhältnis von 50%. Das heißt, die Spannung ist 50% eingeschalten und 50% eben ausgeschalten oder auf dem Minusbereich. Und dann hatte ich die ja runtergedreht auf einem Tastverhältnis von 1%. Oh, bist du träge hier, komm. Bei 1%, wo sie dann nur ganz leicht geglimmt hat, wo ich dann aber diese minus 2, und Volt messen konnte. Und das ist auch ganz erklärlich, weil ich hier unten diese minus knappen minus 3 Volt habe. Und die Spitze geht nur eben einmal ganz kurz in den positiven Bereich. Bei 50% hatte ich dann diese 0,0 Volt. Das kann das Oszilloskop nicht, bei der Frequenz, die ich gerade habe. Das sind 64 Hertz. 64 Hertz? Moment. Ah, gehen wir da auf den. Ja, 64 Hertz. Jetzt konnte das Multimeter dann nicht mehr auseinanderhalten, was ist jetzt Plus, was ist Minus, und hat dann in dem Sinne 0 Volt angezeigt. Und wenn ich dann, wo ich dann auf die andere Seite gegangen bin, auf dem Tastverhältnis von 99%, zeigt es mir nämlich eine positive Plusspannung an, aber nicht mehr die negative. Und so kann ich eben die Spannung sehen, die wirklich anliegt. Mit einem Multimeter ist es kaum zu sehen. Und dafür brauche ich halt ein Oszilloskop. Es muss nicht unbedingt jetzt so ein PC-Oszilloskop sein. Das habe ich ja geschenkt gekriegt, bin ich auch dankbar drüber. Dann kann ich euch das aber hier am PC gut zeigen mit dem Aufnahmeprogramm. Und muss es nicht umständlich mit einer Kamera vom Oszilloskop abfilmen, was ich unterm Tisch habe. Ich habe noch ein rein analoges Oszilloskop, womit ich das auch sehen kann. Bloß das reine analoge Oszilloskop ist noch nicht ganz fertig. Das muss ich noch fertig machen. Da könnte ich sehr schwer eine Frequenz, die ich ja vorhin hatte, und zwar hatte ich hier nämlich 0,5 Hertz. Ich bin
bin ich zwar noch auf dem Tastgrad von 100. Wenn ich die blaue wieder reinmache, dann blinkt die einmal ganz kurz auf. Wenn ich jetzt noch den Tastgrad wieder auf 50% stelle, dann sollte sie wieder anfangen zu blinken. Also hin und her wechseln. Und das hier würde ich auf einem analogen Oszilloskop, auf einem rein analogen Oszilloskop, so nicht sehen können, weil der Puls, also diese, na, ich wollte es schon mit der Hand zeigen, Entschuldigung, dieser Wechsel von unten nach oben so kurz angezeigt wird, dass er kaum wahrnehmbar ist. So ganz niedrige Frequenzen sind für ein analoges Oszilloskop wirklich eine Herausforderung, um das wirklich hinzukriegen, das zu sehen. Es ist möglich, es geht, aber ein Speicheroszilloskop, was es auch im Analogen, bei den Analogen gibt, die haben dann halt einen Speicher drin, der das Signal einmal kurz speichert, wo ich dann in dem Sinne das einmal so sehen kann. Gibt es auch, geht auch. Aber man nimmt eigentlich für sowas ein digitales Oszilloskop her. Sollte dann funktionieren. So, das war die Geschichte. Wie sieht das Signal aus? Dann gibt es aber noch mehrere Funktionen bei diesem digitalen. In dem Sinn haben wir ja schon gesehen, er kann mir die Spannung anzeigen. Er kann mir auch die Frequenz anzeigen, allerdings zeigt er mir jetzt hier die Frequenz nicht an, weil ihm das zu wenig ist. Das habe ich nämlich auch schon gehabt. Da habe ich mich auch schon gesucht. Ich glaube ab 2 oder 3 Hertz ungefähr kann er das nachher anzeigen. Jetzt bin ich bei 1,5 Hertz. Zeigt er noch nicht an. Nicht richtig, bei 2,5 Hertz ungefähr. Kann ich dann hier unten schon sehen, wie viel Hertz sind dann drauf. Oder Kilohertz oder Megahertz. So, das Oszilloskop hat einen Frequenzgang bis 16 Megahertz, maximum 20 Megahertz. So, ich komme aber nur bis maximal 2 Megahertz hoch. Achso, ich muss mal wieder. 2 Megahertz hoch. Und eben mit der Spannung hier, man kann den BIAS irgendwie einstellen. So, eigentlich müsste ich ja auch den Tastgrad sehen können von 50%. Kann ich jetzt nicht. Ich gehe mal mit der Frequenz ein bisschen höher. Und da steht jetzt Duty Cycle 50%. Das wäre rein Oszilloskop. Nun hat dieses Teil aber noch ein Spektrum-Analyzer. Dafür kann ich das jetzt auch einmal ganz groß machen, weil wir dann das hier aus dem Video nicht mehr brauchen. Das mache ich dann jetzt auch einmal die LEDs raus. Aber so, dass ich das anschließend nicht. Da ist das hier mit den ganzen Leitungen kontraproduktiv. Und dann nutze ich, ich zeige es einmal kurz groß im Bild, diese BNC-Leitung, BNC auf BNC, circa 20 cm lang, ist RG58 Kabel geschirmt und da ist nicht mit Spannungsabfall. Ich klemme das mal direkt da dran. Das wäre hier zum Beispiel der Signalgenerator, ein Zweikanal. Den habe ich jetzt direkt darüber verbunden, sollte dann auch keine Fremdeinwirkung haben durch irgendwelche Kabel und hast du nicht gesehen. Das ist ja jetzt 1:1 angeschlossen. Sollte so funktionieren. Jetzt sehen wir halt auch wieder das Signal, das kommt jetzt direkt. Und ein Problem habe ich auch schon festgestellt bei dem Teil. Jetzt geht es noch Rechteckspannung. Aber sobald ich mit der Frequenz hochgehe, ich guck mal, wie weit ich hochkomme, wo das nachher anfängt zu verzehren.
Noch verzehrt es nicht. Ich gehe mal noch höher. Ist auch noch nicht so wirklich verzehrt. Ich gehe noch höher. Dann sieht man schon hier an den Ecken wird es leicht rund. Das ist aber vielleicht noch normal. Aber es gibt hier irgendwo einen Punkt. Da verzerrt das Rechtecksignal echt heftig. Ja, nicht so doll. Es kommt aber hier aus dem Signalgenerator sauber raus. Das habe ich mit dem anderen Oszilloskop getestet. Gehen wir gleich da hoch. Da sieht man schon, jetzt fängt er an zu verzerren. Da sind jetzt Trigger, Auto, nee, ja doch, Auto. Ah, er springt, aber es kommen da so Spitzen runter. Das liegt eindeutig an diesem DSO. Das liegt nicht am Signal selbst. Wenn ich noch höher gehe, wird es sogar noch schlimmer. Weil das Signal kommt wirklich sauber raus. Guck mal her hier. Jetzt sieht man schon die ganzen Spitzen da oben drauf. Und das liegt eindeutig am DSO. Selber Generator, selbe Leitung am anderen Digitaloszilloskop. Tipptopp sauber, schön gerade, schöne gerade Ecken, alles in Ordnung. Aber hier leider nicht mehr. Ich weiß nicht ab welchem Punkt, aber das muss ich bloß im Hinterkopf behalten. Bin ich schon bei, glaube ich, über 1 Megahertz. Wo steht es ja? Über 1 Megahertz. Wenn ich gleich bei 2 Megahertz bin, ist auch Feierabend, dann kann ich mehr kann ich dann nicht machen. So, mehr geht nicht. 2 Megahertz. Und theoretisch sollte das auch sauber anzeigen hier drauf. Man sieht schon, kann er nicht. Das ist, weiß nicht warum. Das liegt eindeutig an dem Teil, aber so hohe Frequenzen zeige ich ja eigentlich nicht. Es ist ja nur, damit ich es zeigen kann. Am normalen Digital, was ich habe, unterm Tisch halt mit der analogen Röhre drauf, mit der CRT-Anzeige, ist es wirklich schön gerade. Da geht er schön gerade hoch, nicht so ein Zittern und Zacken und sonst was drin. Gehen wir da gleich mal wieder mit runter. Gehen wir mal auf eine vernünftige Herzzahl. Gehen wir mal 50 Hertz, das ist ja die Wechselspannung von unserem Stromnetz, 50 Hertz, aber nicht Rechteck, sondern Sinus. Und jetzt haben wir hier Volt, Peak to Peak, 5,7 Volt. Und gemessen wäre das jetzt aber, ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwo noch mit einstellen kann. RMS müsste das sein. Ja, Volt RMS. Warte mal, das können wir gleich mal kurz ausrechnen. Es müssten 6 Volt sein. 6 Volt durch 1,414. Das wäre Wurzel 2. 4,24 Volt. 4, ja, Volt RMS ist ja nur eine, sind 4. Kommt in etwa hin. Das ist aber Wechselspannung ein bisschen anders. So, nun hat das Ding ja auch noch Spektrum Analyzer drin. Da weiß ich aber immer noch nicht Bescheid, wie ich das machen soll. Ich nehme mal den FTT2 Modus, da sehe ich das am ehesten. Hier vorne, ne?
Hier kann ich ja schon wieder nichts sehen. Da. So, was haben wir gesagt? 50 Hertz ist Center, ne? Ja. Das wären 50 Hertz. Oh, die Spannung höher. Das wären 50 Hertz. Und wenn ich jetzt... bis ich da mal hinkomme... 100 Hertz mache, ist er dort. Das wären jetzt 50, 60, 70, 80, 90 und 100. Da, 100. Wenn dann 100 Hertz. So. Nur weiß ich nicht, von der Reinheit des Signals, wo wir da sind. Jetzt sind wir hier bei 10 Millivolt pro Division. Wenn ich den jetzt hier auf dem hier setze, dann schwingt er hier unter 10 Millivolt irgendwo noch im Bereich irgendwo rum. Ups, da hinten. Also ich kenne mich mit dem Spektrum-Analyzer-Gedöns hier nicht so in etwa so genau aus. Was ich ja schon mal gesagt habe, diese Lissajur-Figuren kann das Ding auch nicht. So, sag schnell, so Lissajur-Figuren, so. Jetzt haben wir das. Jetzt zeigt er das an. Jetzt sollte ich theoretisch bei zwei gleichen Spannungen einen Kreis hinkriegen. Oder? Wie war das? Weil so sieht man ja schon, das kriegt das Programm auch nicht wirklich hin. Oh, eine ist 20 Hertz, der andere ist 50 Hertz. Das sieht auf einem analogen Oszilloskop oder auf einem wirklich guten Oszilloskopen, digitalen Oszilloskopen, wirklich tipptopp aus. Aber bei ganz einfachen oder wo diese Funktion nicht wirklich ausgereift ist, kann man es vergessen. Aber es soll ja eigentlich auch nur dafür da sein, dass ich euch eben verschiedene Signale zeigen kann. Mehr nicht, das Ding funktioniert. Und wie ich auch schon in dem einen Video, was ich jetzt wieder offline gestellt habe, gesagt habe, ich kann nur mit den Möglichkeiten, die ich hier habe, es zeigen. Ich habe hier keinen riesen Messplatz, um ich weiß nicht wie viele Sachen zu zeigen. Da gibt es auch Leute, die können das besser, die können sich da auch was zusammenbasteln, um das zu zeigen. Für mich reicht es, wenn ich euch zeigen kann, ich kann eine Spannung messen. Es ist eine reine Spannungsmessung über eine definierte Zeit und kann mir dann den Spannungsverlauf anzeigen lassen. Wie die Spannung aussieht, was ich mit einem Multimeter nicht messen kann. Haben wir gesehen, mit einem Multimeter zeigt er mir alles Mögliche an, aber nicht, wie die Spannung in Wahrheit aussieht, die da dran erliegt. Zum Beispiel ist es schwer, also ein Multimeter kriegt eigentlich noch so ein Sinus kriegt er noch gut hin. Aber eine Rechteckspannung kriegt ein Multimeter kaum gemessen, also nicht die einfachen. Es gibt wohl teure Multimeter, die das auch können. Aber man hat ja gesehen, habe ich das hier auf diesen 50% stehen, zeigt er mir nicht eben in etwa, wie er es eigentlich machen sollte, wenn ich das jetzt auf rein DC hätte bei PWM. Bei PWM wäre es nämlich noch ein bisschen einfacher. Es hätte das Multimeter mir zeigen können. Bei 50%, bei so einem Tastgrad von 50% hätte ich nicht wie jetzt 6 Volt eingestellt, sondern nur 3 Volt.
Es hat aber bei der Spannungsform jetzt mehr gezeigt. 0,0 Watt, weiß ich, Watt Volt. Obwohl die LED schön hell leuchtet. Und wenn ich sie richtig schön dunkel mache, dann zeigt es mir 3 Volt an. Und das kann ja irgendwo nicht hinkommen. Und das kriege ich mit dem Multimeter halt nicht. Und das kann ich dann eben auch euch dann zeigen. So und so sieht die Spannung aus, die da anliegt. Es ist eine Rechteckspannung und dann weiß man es. Also es ist wirklich nur, um es euch zu zeigen hier am PC. Es ist einfach. Es ist auch mal für eben mal eine schnelle Messung machen, wenn ich jetzt hier wirklich eine Schaltung habe, wo ich weiß, das und das Signal müsste so und so rauskommen. Dann klemme ich das kurz an, gucke nach. Nee, die kommt so nicht raus, muss meine Schaltung ändern, dass die Spannung so rauskommt, wie ich sie erwarte. Für was anderes ist es eigentlich nicht da. Das wollte ich euch nur zeigen. Also es funktioniert, das Teil. Ich kann es nicht von vorne bis hinten auf Herz und Nieren prüfen und zeigen, wie auch immer. Ich habe, es ist auch anwendungsspezifisch. Ob ich nun ein teures Digital-Oszilloskop kaufe oder ein günstiges. Wenn ich eins für diese Lissajur-Figuren oder was brauche, dann müsste es wirklich schon ein richtig teures Digital-Speicher-Oszilloskop sein, wo diese Funktion auch wirklich gut hinhaut. Ansonsten einfach ein ganz einfaches, altes, analoges Oszilloskop. Die können das wirklich tipptopp anzeigen. Dafür sind die wirklich fast schon prädestiniert. Ein digitales kriegt es einfach nicht hin. Es kriegt nicht, ja, wie soll ich sagen, die Auflösung hin, das wirklich vernünftig zu zeigen. Und es gibt ja Preisspannen von beim Digital-Oszilloskop von, sagen wir mal, 300 Euro bis 30.000, 50.000 Euro hoch. Wobei auch nicht der Preis immer gerade die Entscheidung dafür ist, ist das Oszilloskop gut oder nicht. Es kann hier, so wie ich es hier habe mit der Rechteckspannung, kann ich es nochmal kurz zeigen. Das ist jetzt die hier. Ja. Ich glaube, der Elektronik hatte da mal was gezeigt. Ein wirklich teures Digital-Oszilloskop und die Rechteckspannung sah aus wie bäh, und er wusste genau, die Rechteckspannung kommt ganz sauber raus und sein einfaches analoges Oszilloskop zeigt die Spannung auch richtig schön sauber an, aber das wirklich teure Digital-Oszilloskop hat es nicht anzeigen können und das war ein Markengerät und er hat es dann zurückgeschickt und ein anderes dafür genommen, wo das dann wieder hinhaut. Es ist wirklich anwendungsspezifisch, was die Dinger können und was nicht. Es geht nicht darum, dass die Dinger teuer sein müssen. Es muss eben das machen, was wofür es da ist. Den Spannungsverlauf sauber anzeigen, so wie er in echt ist und nicht so, wie ich jetzt hier, wie ich es ja jetzt hier habe. Ein Rechtecksignal, was eigentlich schön sauber rauskommt. Ich habe es ja gesehen. Es kommt wirklich schön sauber raus. An meinem anderen Digital kommt es richtig schön sauber raus. An dem kommt es nicht sauber raus. Es wird nicht sauber angezeigt. Und das kann, wenn man jetzt wirklich eine schön saubere Spannung braucht, in der Frequenz und so weiter, einen dann verwirren. Die Spannung ist bäh und du fängst an deiner Schaltung zu optimieren, zu machen und zu tun. Und es kommt und wird nicht besser. Und der Fehler liegt eindeutig am Messmittel und nicht an der Schaltung. So. Das kann ich nur sagen, also für mich reicht dieses Oszilloskop zum mal, wenn ich mal irgendwo mal ein Video mache, wo ich dann wieder mal ein Oszilloskop brauche, wo ich das dann eigentlich zeigen möchte. Dann kann ich es hier auf dem PC machen, es ist einfacher, als wenn ich hier wirklich, wie gesagt, das vom Oszilloskop abfilmen muss, was wirklich schwierig ist. Weil ich muss die Intensität ziemlich hochdrehen, ich muss gucken, dass die Kamera genau drauf fokussieren kann, wenn sie es denn schafft und. Und die Kamera selber hat ja noch die Framerate, die kriegt das dann auch nicht so eingefangen, wie ich es hier auf dem Monitor jetzt zeigen kann.
und. Dafür ist das Ding da. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt schlecht ist. Es ist auch nicht, dass es gut ist. Es ist so, ja, im Mittelmaß. Es reicht aus. Es ist aber wirklich nur so, dass ich hier zeigen kann, ja, weiß ich nicht, die Infrarotempfängerdiode, die kriegt ein Signal. Die empfängt das, die ist nicht kaputt, aber das Radio verarbeitet das nicht. Dafür reicht das hier aus. Dafür bräuchte ich ein Oszilloskop, aber das kriege ich mit einem Multimeter eben nicht gezeigt. Das könnte ich dann mal in einem späteren Video machen. Das kann ich mal kurz ins Video halten. Ich habe hier eine Infrarotfernbedienung und einen Infrarotempfänger für einen Raspberry Pi bzw. Arduino. Das könnte ich dann auch mal irgendwann mal aufbauen und zeigen, wie das funktioniert, was ich damit machen kann. Auch hier LED an, aus oder hell, dunkel. Je nachdem. Gibt ja genug Beispiele. Und dann auch mal mit dem Oszilloskop halt mal zeigen, was für Signale hier hinten eigentlich rauskommen an dem Infrarotempfänger. Dafür ist ein Oszilloskop halt da. Das geht mit einem Multimeter nicht. Der Arduino zeigt dann halt nur eine Buchstabenfolge an. Ja, weiß nicht, was ist das für ein Code? Hexadezimalcode oder sowas? Ich weiß es jetzt nicht. Aber eben die Spannung, den Puls. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier das nochmal hinkriege. Noch ist es ja da. Den Achtfachpuls. Sieht man, es sind 8 Pulse hintereinander und so ungefähr funktioniert das eben mit der Fernbedienung. Nur, dass die Pulse unterschiedlich lang sind und die Pausen dazwischen auch unterschiedlich lang. Aber das kann man dann damit zeigen, das kann ich euch dann auf dem Monitor hier besser abfilmen als auf dem Oszilloskop mit der Kamera. Das wäre jetzt der Achtfach. Damit dann noch... Ja, Treppenstufen. Das müsste ich bei DC sein. Sinus. Rechteck. Dreieck. Sägezahn. Ne, ich nenne es jetzt Sägezahn. Und das ist der negierte Sägezahn. Dann habe ich hier einen Puls. Aber wo der jetzt so wieder hängt, weiß ich nicht. Ich bin jetzt bei 2 Megahertz und, ne, Kilohertz oder Hertz. Was haben wir denn hier? Duty Cycle, Puls 50 Nanosekunden. Wenn ich den höher drehe. Weiß nicht. Ach, das Ding hat hier so viele Funktionen. Das wäre der Vierfachpuls. Da sind dann 4 in einem Block, ein Viererblock. Und das wäre dann der Achterblock. So, so gesagt. Also sowas kann ich euch dann einem zeigen. Eben Fernbedienung und sowas. Dafür ist ein Oszilloskop da. Also mit einem Oszilloskop misst man eine Spannung über einen gewissen Zeitraum. Würde ich jetzt so sagen. Vielleicht kann mich ja einer noch korrigieren. Ich bin jetzt kein Freund von digitalen Oszilloskopen. In dem Sinne sage ich jetzt auch nochmal. Sie haben Vorteile, zum Beispiel, man kann alles sehen, man kann sich alles anzeigen lassen, man kann sich alles ausrechnen lassen und. Sie haben aber auch eben Nachteile, wie gesagt. Je nachdem, was sie können, eben hier dieses Lissajur können sie dann halt nicht so, oder sie können es, oder eben in der Rechteckspannung zum Beispiel fängt es an zu verzehren und. Ich bin kein Freund davon, von diesen Digitaldingern. Ich nehme lieber analog, aber analog hat auch Grenzen. Ja, man muss dann eben schon beides haben, und da das jetzt im Moment die Zeiten sind, wo das eigentlich relativ günstig zu erwerben ist, kann man auch
zur Ergänzung noch ein digitales dazu nehmen. Vielleicht hat der ein und andere ja schon die Odyssee gesehen von der Reparatur des reinen analogen Oszilloskops. Das war ja wirklich schon eine Odyssee, das Ding wieder hinzukriegen. Allerdings muss ich da noch Elkos tauschen. Da bin ich noch nicht zugekommen. Das mache ich irgendwann mal, weil ich brauche es im Moment nicht. Dann brauche ich noch ein oder zwei Kondensatoren Hochvolt. So bei 2 bis 3000 Volt Spannungsfestigkeit. Ob ich die irgendwie finde, weiß ich nicht. Ob es die heutzutage noch so gibt in der Form. Unsere Elektronik hat sich ja so gewandelt, dass es ja eigentlich nichts mehr mit Hochvolt gibt, sondern nur noch mit 5 Volt und 3 Volt und bald gibt es dann nur noch mit 1 Volt und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich da noch die Kondensatoren kriege. In der Art und Weise, muss ich mal schauen. Und dann mal schauen, wie ich das mit den Möglichkeiten, die ich hier habe, das Ding auch abzugleichen. Spannungsmäßig kriege ich es abgeglichen, aber frequenzmäßig ist das auch ein bisschen komplizierter. Da muss ich dann mal schauen. So, das wollte ich zeigen. Das war jetzt das Video über dieses Ding. Das, ich weiß nicht, wie lange das jetzt geworden ist. Das ist schon fast eine Stunde hier auf der Kamera. Ich weiß nicht, wie weit ich das zusammenschneide, wie weit ich da, was ich drinnen lasse, was nicht, weiß ich nicht. Aber nur so am Rande, ich möchte dieses Ding gar nicht so verteufeln, es reicht aus. Für die einfachen Sachen, die ich mache, reicht es. Ich kann es nicht auf Herz und Nieren prüfen, wie es mancher gerne hätte. Derjenige, der wirklich meint, ich muss das von A bis Z irgendwie prüfen und zeigen können, denn unter dem Video, da steht eine PayPal-Adresse, da steht auch eine Adresse für Waren, die man mir schicken kann, dann möchte doch der bitte oder derjenige mir bitte alles Nötige zukommen lassen, was ich brauche, um dieses Oszilloskop von A bis Z komplett zu testen. Weil ich kann es nicht, ich werde auch nicht die Sachen dafür kaufen und besorgen, dass ich das machen kann, weil es bringt mir keinen Nutzen. Und wenn derjenige meint, ich soll es doch gerne machen, dann bitte, da unten sind 2, 3 Möglichkeiten, da kannst du mir die ganzen Sachen gerne zukommen lassen und ich mache dir das Video fertig dafür. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.